Ich bin Neoblade. Heute ist eine Premiere. Mein Schüler Good to See You hat mir 4, 5 verschiedene Versionen vom Multitasking Trainer geschickt. Das waren auch meine Hausaufgaben, hat er also alles richtig gemacht. Bei den ersten Multitasking Trainern hatte er nicht so starke Probleme. Und er verändert hier die Einstellungen, die man in der neuen Heart of the Swarm Version. Also man kann immer noch nicht die Units bauen, aber man kann jetzt sehen, wie viele Units Lost man hatte, Player 2 und so weiter und so weiter. Und ich schaue mir das mal hier an. Wir werden auch noch den Mikrotrainer sehen. Also gibt auch da verschiedene Hausaufgaben, das werde ich jetzt nicht alles machen, aber ich mache das Video halt auch, damit so ein kleiner Überblick kommt, was in meinen Coachings alles passiert. Und das soll für euch Zuschauer jetzt erstmal informativ sein. Für Good to See You werden wahrscheinlich die Replays, die er mir aus der Ladder geschickt hat, die dann im zweiten Teil kommen. Ob ich das heute alles schaffen werde, das zu casten und zu veröffentlichen, weiß ich noch nicht. Es sind immerhin, ich weiß nicht, 8 bis 10 Replays. Und Good to See You hat sich für eine Variante entschieden, Nexus First zu spielen. Das ist halt auch sein Auftrag vom Okko-Style her. Und er springt halt zur Probe. Das hat er selber entschieden, also er steuert sie nicht über die Minimap, sondern er macht das halt, indem er da hinguckt, baut den Pylon etwas zu früh. Ne, tut er nicht. Völliger Quatsch, was ich erzähle. Wird direkt nach der Forge gebaut. Völliger Mist, was ich da erzähle. Jetzt kommen 2 Cannons. Möglichst bauen. Ja. Da jetzt einfach ein paar Probes ziehen, angreifen, die Cannon eventuell abbrechen. Genau hat er, glaube ich, auch geschrieben. Und wenn die Cannon fertig wird, ist das dann auch abgewehrt. Wieder alles zurückziehen. Schauen wir mal, wie viele Probes er verloren hat. 3. Da müsste man halt einfach mal überprüfen, ob man die Cannons hätte früher bauen können. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist im Multitasking-Trainer so. Wenn man den auf Custom spielt, da wird man extrem viel angegriffen. Man wird insgesamt 7-mal angegriffen. 3 Angriffe, 4 Drops. Und das ist einfach deswegen wichtig, um zu schauen, wie schaut man auf die Minimap, wie ist man dagegen gerüstet, reagiert man gut und so weiter und so weiter. Für die anderen realen Replays brauche ich auch deswegen etwas länger, weil ich die Arbeiterproduktion statistisch auswerten möchte. Dazu habe ich 2 Skripts, die das machen. Das ist einmal der klare Vergleich zwischen Good to See You und seinem Gegner. Und ich möchte auch nochmal die Klickzahlen überprüfen. Die sind nicht zu 100% genau, geben aber trotzdem ein schönes Bild, wie das mit der Arbeiterproduktion funktionieren sollte. Sieht aber hier schon gut aus. 2 Sonnen in der Queue die ganze Zeit. Alles ist gut. Da das Replay noch insgesamt 12 Minuten braucht, das Gas könnte man nehmen. Gehört zur Saturationskontrolle dazu, ist aber generell in Ordnung, denke ich. Das Blöde an dem Heart of the Swarm Trainer ist hier, dass man relativ wenig Platz hat. Aber da kann man sich dann Build Orders bei mir anschauen. So, da kommt der Angriff. Angreifen mit dem Zealot, genau, so ist richtig. Ja, das Geld geht ein bisschen hoch beim Angriff. Geht ein bisschen sehr hoch. Ich kann dir jetzt schon deine nächste Hausaufgabe sagen, Good to See You, die du hier, glaube ich, erfüllt hast.
Aber du stellst bitte dein Geld im Multitasking-Trainer von 1200 runter auf 1000. Das ist eine meiner normalen Benchmarks. Und zumindest für die JuffFE. Und das sollten wir schlicht und ergreifend mal überprüfen, ob du das auch mit 1200 schaffst. Sieht ja im Moment sehr gut aus. Und dann schauen wir einfach mal. Genau, Probes ziehen. Aber das sieht also schon genauso aus, wie ich das im Multitasking-Trainer sehen will. Was sehr, sehr gut ist, du lässt hier deine Forge beschießen, ne? Lässt die Schaden nehmen und so weiter. Das kann man bei einem Nexus auch problemlos machen. Du hast natürlich das Riesenproblem, die Rush Distance ist hier von da bis nach da unten. Das ist ultra kurz. Man kann es auch so machen. Schau dir bitte vielleicht mal die Replays an, die ich dir gesch also die da zur Verfügung stehen. Da habe ich eine etwas effizientere Baumethode. Und jetzt könnte man die Gates aufklappen. Das funktioniert noch nicht so gut. Konstante Roboproduktion funktioniert erstmal. Ich gehe wieder in deine Vision. Cannons werden nachgebaut. Man könnte, ich glaube, du hast es aber auch geschrieben, hier halt jetzt schon, also hier hätte ich den Pylon hingestellt und dann hier eine Cannon hin und hier eine Cannon hingestellt. Das ist auch eine Cannon. Damit die Cloaked Banshees hier beschossen werden und hier beschossen werden. Die Pylons hier so hinzustellen, um dein Gas zu blocken, gut, ist jetzt hier an nicht wichtig wegen der BO. Aber am Building Placement kannst du hier noch arbeiten. Schau dir dazu bitte mal die Replays an, die da hochgeladen worden sind im Forum. Werde ich aber eventuell auch mal nachholen nochmal. Die Pylons zu bauen mit plus 100 Oversupply. Generell finde ich es absolut super, dass du nicht Supply Block bist. Das ist ganz großartig und ganz wichtig. Aber wir haben dieses plus 100 Oversupply auch schon gesehen in dem realen Ladder Game. Und da solltest du eventuell mal bitte drauf achten, ob das nicht ein bisschen exzessiv ist. Also ich sage nochmal, du musst kein Pro-Gamer sein, der bei 60 Supply nur plus 10 oder plus 15 Supply hat und immer die Pylons hervorragend. Aber gewöhn dir eventuell an, mit einem Warp in Cycle aus 6 Gates oder 8 Gates einfach 2 Pylons zu bauen. Das bedeutet Warp in Cycle, dann Pylons. Das sollte eigentlich immer relativ gut funktionieren. Das ist der nächste Angriff. Den schaue ich mir nochmal an. Du beobachtest ihn nicht genau richtig. Die zwei Immortals sind da. Ist genau perfekt, großartig. Angriff ist super gehalten, ganz perfekt, ganz großartig. Ich schaue gerade mal nach, wie oft du den Exekutor savest, genau, also rettest. Das sind fünfmal oder so oder sechsmal, genauso muss es sein. Wie gesagt, wir trainieren hier das Multitasking. Ich habe nicht drauf geachtet, ob du es gemacht hast oder nicht. Du kannst das hier mit Shift-Q machen, dass du den hier absetzt und dann mit Shift-Q direkt wieder zurückfließt. Dann brauchst du dich darauf nicht zu konzentrieren. Ich glaube, einladen geht mit Shift-Q nicht, weil er erstmal hier reagieren muss, aber das Ausladen und Zurückfliegen geht auf jeden Fall mit Shift-Q. Wie viele Probes hast du? Oh, nur 40. Oh, 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 oh. Also da, klare Hausaufgabe, immer 18 an der Eco-Line. Und hier fehlen einfach 4. Ich glaube, du hast es aber auch angesprochen. Wenn wir irgendwann hier übergehen, dass wir das nicht mehr als Semi-All-In spielen, also sprich, wenn deine Warp-In-Cycles, deine Produktion so gut ist, dass du auch auf den dritten Nexus gehen kannst. Ich wiederhole das vielleicht mal für die Leute, die die Lernvideos nicht sehen.
Wenn man nicht ordentlich Two Bass spielen kann, braucht man auch gar nicht erst versuchen, Three Bass zu spielen. Das sehe ich ganz krass bei Zergs, die irgendwie bei der vierten Minute ihre dritte Basis nehmen und im gesamten Spiel nur 36 Drohnen bauen. Das bringt natürlich überhaupt nichts. Dann hat man zwar eine Makro-Hedge, aber mit 36 Drohnen kann man die Larven von drei Hedges mit drei Queens gar nicht ausgeben. Und von daher, das hier ist jetzt ein Wert, der mir ein bisschen Sorgen macht. Das hier ist, glaube ich, in Ordnung, weil du halt angegriffen worden bist und so weiter. Aber auch hier werden wir in Zukunft einen Fokus drauf legen, dass wir die gleichen Settings nochmal spielen und versuchen hier bei Workers Killed dann nicht eine 14 stehen zu haben, sondern eine 12. Aber das gucke ich mir jetzt erstmal in Ruhe an. Aber bevor wir mit Platin beginnen, müssen wir hier noch ein paar Probleme abschalten. Sind hier die 40 Worker. Der Chrono Boost gefällt mir sehr gut. Die Upgrades für 14, 38, das könnte besser sein. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir hatten auch irgendwann mal Overmins. Zur Not baust du noch ein drittes Gas, damit du die Upgrades machen kannst. Aber in 14 Minuten nur ein Upgrade, das ist schlicht und ergreifend zu wenig. Also Pro-Gamer sind bei der... Gut, wir müssen jetzt hier, sagen wir mal, 30 Sekunden für den Start abrechnen oder eine Minute. Aber Pro-Gamer sind bei der 15., 16. Minute, beginnen die manchmal mit 3-3, sind aber, denke ich, mit 2-2 auf jeden Fall fertig zu dem Zeitpunkt. Gerade Protoss, selbst Zergs haben manchmal starten bei Minute 10 oder Minute 11 die 2-2-Upgrades. Für Roaches zum Beispiel, mit dem Okkus-Style. Gut. Jetzt werden wieder Arbeiter gebaut. Das hattest du erwähnt, dass der Banshee-Angriff sehr, sehr, sehr viel Schaden macht. Ich bitte dich, das zu wiederholen und das besser hinzubekommen, bevor wir das nächste Coaching machen. Und bitte auch 40 bis 50 Ladder Games machen, also konstant MT trainieren und Ladder Games machen, beides gleichzeitig. Bau bitte ein Twilight Council, damit du dieses Upgrade hier nicht machen musst. Es ist in Ordnung, eine Forge nur zu bauen, aber aus dieser Forge müssen konstant, nach Möglichkeit, wenn man das Gas hat, die Upgrades kommen. Und generell gefällt mir das sehr, sehr, sehr gut. Dein Gameplay entwickelt sich deutlich weiter. Auch jetzt steht hier die Forge still, okay. Liegt daran, dass du kein Twilight Council gebaut hast. Aber bitte das Twilight Council bauen. So, very good, good job. Also das war gut. Der MT ist sehr anstrengend, das weiß ich auch. Und wir schauen uns jetzt. Ich habe auch, wie gesagt, die anderen hast du deutlich besser gemacht. Wir schauen uns jetzt gerade den Microtainer Hold the Ramp an. Für die Leute, die es nicht kennen, es gibt von Darkline einen Microtrainer, mit dem man als Protoss Force Fields üben kann. Und ich bin der Meinung, dass Force Fields irgendwann für jeden Protoss wichtig werden. Es gibt Protosse, wie zum Beispiel mein geliebter Yuffie, der ungerne mit Sentries spielt. Okay. Das war direkt ein Fehlschlag, aber das ist okay. Wir sehen wahrscheinlich deine ersten Versuche. Auch das ist ein Fehlschlag. Das Force Field muss so gebaut werden, dass du entweder, das ist die einfache Variante, wirklich keine Linie rauskommen und deine Sentries von oben alles zerschießen. Aber eigentlich muss es ein Hex oder ein Milli-Hex weiter nach rechts gebaut werden, damit dein Zealot hier stehen kann, um dann je nach immer einen einzigen Link abzuholzen. Also die Force Fields kommen noch deutlich zu spät. Also du darfst diesen Zealot hier nicht verlieren. Und der ist jetzt ja fast tot.
Ansonsten, das Force Fielden der Rampe funktioniert gut. Die Reaktion kommt halt nur ein bisschen zu spät. Du kannst dir übrigens hier auf der linken Seite Tipps durchlesen. Das bitte ich dich halt auch zu machen oder hier Help durchzulesen. Dann würdest du das, glaube ich, mit dem Hex irgendwie auch wissen. Force Field Timing finde ich auch gut. Kann man, wenn man genug Force Fields hat, in dem Ladder Game auch problemlos schon nach 10 Sekunden das nächste schmeißen. Okay, du machst es sogar extra so. Also ich glaube, die Hilfe sagt was anderes und ich habe es auch anders gespielt. Versuch das bitte nochmal und schick mir das nochmal, dass du hier also wirklich nur einen Hex machst. So dass der Zealot halt auf einen Link immer drauf hacken kann. So wie er es bei der Juff FE auch mit den beiden Pylons macht, mit dem Block oder bei der FFE oder was auch immer. Also das war zum Beispiel auch ein super Force Field. Wenn du hier oben 4 Sentries hast, kannst du die Rampe unendlich lange Force Fielden und dann kommen diese Linge niemals durch, aber ein Zerg würde dann noch irgendwann zurückgehen. Schön finde ich die Idee, dass du das halt auch manchmal dann in zwei Teile schneidest, aber so ist die Übung einfach nicht gedacht. Wie gesagt, liest dir bitte mal die Hilfe hier durch, da kann man eine Menge mitmachen. Da du jedoch auch bei den anderen Probleme hattest... Nee, die Mikrotrainer-Rest mache ich nicht, weil du dir bitte erstmal die Hilfe durchliest und dir mir dann die Rückmeldung gibst, ob dir das was gebracht hat oder nicht. Weil man kann die Übung eigentlich immer relativ gut schaffen, glaube ich. Aber ich werde es auch nochmal trainieren. Ich habe es halt vor 2-3 Wochen das letzte Mal gemacht, um dir dann im Zweifelsfall auch helfen zu können. Aber die Hilfe im Spiel dazu ist extrem wichtig und sagt eigentlich auch alles aus. Bei dieser Geschichte hier bin ich extrem stolz auf dich. Das kann ich direkt sagen. Hat mich total stolz gemacht, dass deine Minimap-Vision jetzt schon in Gold so gut ist, dass du keinen einzigen Drop abbekommen hast auf der Map. Das finde ich, ist ganz bärenstark. Also, Applaus, Applaus, wie das die Sportfreunde Stiller dann so sagen. Wir werden auch hier irgendwann in die Custom-Settings gehen, was an dem Multitasking-Trainer für Hoz total Mist ist, dass man hier nicht in eine Vision wechseln kann, aber man kann wenigstens die Units bauen. Hier, man sieht Mothership Core. Ist der einzige Multitasking-Trainer, bei dem man das kann. Das geht mir so auf den Senkel, dass man hier nicht in die Vision von jemandem wechseln kann, aber gut. Gut, ich muss jetzt einfach schauen, was du so tust. Ich gehe jetzt erstmal am Anfang die BO ein bisschen durch. Du baust Sonden. Vielleicht erkläre ich kurz mal, warum hier der Mineralienblock in der Mitte ist. Wenn diese Probe hier gefangen wird, die kann nicht sterben. Die kann also nicht kaputt gehen und fängt neu an. Dazu braucht man sie dann nicht neu zu hotkeyen. Kann man dann einfach rechtsklick auf den Mineralienblock klicken und dann macht sie Mineral Walk und alles ist gut. So, Produktion sehe ich wenigstens. Bin mal sehr, sehr gespannt, wann hier das erste Timing kommt. Also hier um die Probe macht ihr keine Gedanken. Das ist völlig okay. Da kann man Negativwerte haben, ist gar kein Problem. So, Wegpunkte umlegen. Ist gemacht, perfekt. Hier sind 18, perfekt. Kann man auch, wenn man in Platin hochrückt, dann mit 16 nur spielen und 2 noch nach unten ziehen, gar kein Problem. Diese Karte ist, wie gesagt, deutlich schwerer als die anderen. Was besser vom Building Placement wäre, wenn die Cannons hier so in dem Bereich stehen würden. Und du kannst auch problemlos ein paar mehr bauen, 2 oder 3, ja, wobei 3 reichen eigentlich. Und dann kannst du hier mit Force Fields dicht machen. Das würde ich schlicht und ergreifend bitte mal trainieren, dass gerade wenn Linge Banelinge kommen, du hier mit Force Fields sofort dicht machen kannst. Kann sein, dass du dann Gas früher nehmen musst oder so. Musst du einfach mal schauen.
So, Chrono Boost. Gefällt mir auch bis jetzt hier sehr gut. Hier schauen wir mal 25. Wie weit der steigt? Sehr gut. Ganz großartig, total gut. So, hier sind 3 im Gas. 18. Saturation ist auch hier. Hast hier ein Gas genommen, finde ich auch gut. 45 Arbeiter schon. Bei 7 Minuten. Total gut, total klasse. Frühe Robo, 2 Robos, auch in Ordnung. So, da kommt der erste Angriff. Roaches. Drauf, 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 drauf. Mit allen Zealots. Ich kann halt nicht in deine Vision gehen. Ich habe mir jetzt nicht angeguckt, was du da dir angeschaut hast. Und dann kannst du übrigens diesen Turm hier angreifen. Und dann werden irgendwann die Attack Waves hören dann auf. Das nur als Information. So, Chrono Boost. Hast du Chrono Boost? Ja. Könnte man die Forge Chrono boosten? Was mir noch nicht gefällt, da müssen wir dran arbeiten, Steuergruppen. Die Forge muss auf eine Steuergruppe. Die Forge sollte neben die Robos gebaut werden, damit du Chrono Boost, Chrono Boost, Chrono Boost auf die Forge machen kannst. So musst du springen. Den Fehler mache ich auch mindestens in 20-30% aller Spiele. Aber es ist absolut wichtig, Forge und Robos nebeneinander zu bauen, damit man sie Chrono boosten kann. Hat den Nachteil, dass wenn Terraner genau daneben droppt und den Pylon snipe, dass dann alles down ist, aber dann im Zweifelsfall darum noch 2 Cannons adden im Midgame, Late Game, dann ist man da eigentlich auch relativ safe. Beide Robos sollten auf jeden Fall produzieren. Also da gibt es eigentlich keinen Grund, warum hier jetzt kein Immortal gebaut wird. Dass du Observer baust, finde ich gut. Hier sind 19, 17, perfekt, perfekt. Gates ausklappen, aber hier müsste halt Immortal. Da kommt der erste Drop. Sehr gut, sofort gesehen. Durch das Markieren wird dieser Drop abgewehrt. Einfach Minimap Vision wird damit geübt, total super gut. Wir haben hier so ein bisschen das Problem, dass du deine Gates nicht siehst. Kann ich aber gut verstehen. Wieder Roaches. Ist natürlich... Kann ich ein Army Value nachgucken? Ja, okay, aber sein kann ich leider nicht sehen. Hätte ich, glaube ich, mich zurückgezogen, früher zurückgezogen, genau. Da ist der nächste Drop. Mal gucken, man hat den sehr gut gesehen. Total großartig. Man sieht hier auch, hier ist wunderschöne Widowmine. Total gut gemacht. Hier könnte man einladen, dahin bringen, aber du bist gerade am Kämpfen. Kann ich verstehen. Wird jetzt gemacht hier. Perfekt. Gefällt mir bis jetzt sehr, sehr, sehr gut. Wie gesagt, also du könntest diese Statue ja angreifen und wenn diese Statue down ist, kommt kein Angriff mehr. Die Immortals scheinen nicht irgendwie rauszukommen. Da hätte ich einfach hier diese Steine aufgemacht. Es ist einfach auch wichtig, die Karte zu kennen, ne? Und auf solche Details zu achten. Du brauchst dieses Gate hier nicht zu zerstören. Das sind dann noch so Feinheiten, ja, wo ich sage, Übersicht, nachdenken und gucken. Aber okay, du hast diese Steine wahrscheinlich einfach nicht gesehen und fertig. Nächster Drop. Schon wieder gefunden, total gut. Kein Drop kommt hier weiter. Warum fliegt das Warp Prism jetzt zurück? Okay. Also du hast auch noch mit den Warp-In-Cycles Probleme. Also wie gesagt, dieses Upgrade bitte nicht erforschen. Twilight Council bauen. Wenn du denn dann das Gas... Wenn du das Gas hierfür übrig hast, hast du auch das Gas für den Twilight Council. Dieses Symbol hier kannst du ignorieren. Overcue ist völlig egal. Supply Block, aber okay, ist zu dem Zeitpunkt völlig in Ordnung. Zealots und Void Trace. Das ist natürlich jetzt bitter. Ich würde irgendwann auch hier einen Pylon hinbauen, damit du auf die Angriffe besser reagieren kannst und surrounden kannst.
Und jetzt wird hier wieder... Also ich lasse übrigens das Warp Prism immer hier stehen. Stört nicht, da ist der nächste Drop, sehr gut. Also die Drops, absolut super gesehen, Minimap absolut super beobachtet. Also da bist du deutlich weiter, als ich es jemals war. Charge könnte man hier gebrauchen bei dem Angriff. Kann man bei 16 Minuten auch haben. Nächster Drop abgewehrt. Genau, hier wird outmined, deswegen diese Echse bauen. Du hast mittlerweile immer noch 45 Arbeiter, total in Ordnung. Wobei auch in Ordnung wäre, einfach 46 Arbeiter zu bauen. Aber generell 45 ist für den Multitasking-Trainer erstmal völlig in Ordnung. Weil der halt einfach deutlich schwerer ist. Die Doppelrobo muss ich kritisieren. Du hast sie nicht ausgelastet. Du hast auch deine Gates nicht ausgelastet. Multitasking-Trainer ist schon dazu da, auch mal schwierige Sachen zu üben. Also in der Ladder kann ich es verstehen, dass man zum Beispiel Juff-FE eine Robo und 9 Gates spielt, damit man einfach immer unter 100 Mineralien sein kann. Aber normalerweise reicht es, eine Robo und 8 Gates zu spielen. Oder sogar 7 Gates. Und du hast 2 Robos und 11 Gates. Das ist ein bisschen Overkill. Du kriegst trotzdem halt Overmins und die dürftest du in dieser Höhe einfach nicht haben. Und da solltest du ein bisschen dran arbeiten, dass du das mal übst. Also auch beim MT Custom of Gold. Du musst nicht mit der schwierigen Variante anfangen. Robo und 7 Gates, so wie Corbin das macht. Aber Robo und 8 Gates fände ich gut zu sehen, damit wir anhand deiner Overmins sehen können, ob du die Warp-In-Cycles hier einhältst. Da muss man halt irgendwann als Protoss-Spieler schon hin, dass man die Warp-In-Cycles einhält und nicht cheatet, indem man einfach pro Base 2 Gates zu viel hat. Das wäre so, als würdest du ein 4 Gate, One Base, mit 6 Gates spielen. Und das ist, wie gesagt, nicht Sinn der Sache. Wobei bei einem 4 Gate natürlich auch die Probes gecuttet werden. Normalerweise, wenn man jetzt konstant aus einer Nexus Sonden bauen würde, wird's sogar schwierig, 4 Gates zu supporten. Ich weiß aber nicht die genauen Zahlen. Eine 3-Gate-Robo kriegt man ja One-Base-mäßig supported, aber da hat man meistens auch das Ziel, dann einen Nexus zu bauen bei 6-7 Minuten oder sowas. Gut. Damit sind wir durch. Ich glaube, ich habe auch jetzt schon sehr, sehr viel erklärt und gemacht und geredet. Das mit den Drops finde ich gut. Wir müssen die Custom-Settings mal durchgehen in der nächsten Zeit, weil das will ich auch mal gegen Drops alle 20 Sekunden mal sehen. Aber das ist wirklich ein super Wert, total gut gemacht. Wir haben uns den Gold angeschaut. Ich habe die Instruktionen gegeben. Wir haben uns Hold the Ramp angeschaut. Und was ich gerade noch mache, ist dir kurz die beiden Übungen zu zeigen. Base Defense hast du ja gesagt, hast du hinbekommen. Dann bedeutet das, dass mit Force Field Madness, das ist das mit den Marines, kriegst du, glaube ich, nicht hin. Habe ich so zumindest aus der Mail rausgelesen. Verzeih mir, wenn ich jetzt irgendwas mache, was Unsinn für dich ist. Ich habe mir den Rest, den Darkline Micro Trainer Rest halt noch nicht angeschaut. So, Contain Break, Force Field Madness müsste das sein. Und das Wichtigste ist halt als allererstes hier auf Help zu klicken. Dann sieht man hier, Micro Trainer, Use Force Field, Split Marines into Small Groups, bla bla bla. Und dann, also einen direkten Kampf verliert man. Es ist, glaube ich, auch ein, nicht möglich. Meistens hat man nicht so viele Force Fields und Guardian Shield. Und das ist natürlich schon anstrengend. Und
Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich habe die Guardian Shields nicht benutzt. Der Guardian Shield ist halt oberste Bürgerpflicht in so einem Marine-Kampf. Ich muss mal schauen, haben die überhaupt... Ich muss gerade mal schauen, ob die Combat Shield haben oder nicht. Das wäre wahrscheinlich 45. Ist das mit Combat Shield? Ich weiß es nicht genau. Aber sie haben 0-0 Upgrades. Ist halt die Frage, ob man das so überhaupt trifft. Das werde ich jetzt, glaube ich, verlieren. Weil ich die Leute nicht eingesperrt habe. Falsches Force Field gesetzt. Meine Maus hakt, auch gut. Ja, drei Marines waren noch am Leben. Das war der Maushaker. Also wie gesagt, das ist nicht ohne. Dann verliere ich noch die Gruppe manchmal. Das ist auch nicht gut. Also man muss hier viel mit Steuergruppen auch arbeiten. Aber ich denke, dass du verstanden hast, wie es geht. Ansonsten hier Help durchlesen und dann ist alles gut. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Die Force Field Madness ist ein bisschen unrealistisch, weil man einfach keine 10 Sentries hat. Man kann mal gerne ab Platin anfangen, mit 4 oder 6 Sentries zu spielen. Die Problematik ist dann ganz simpel, dass wenn man das gegen Zerg macht und der baut 40 Speedlinge, ist es extrem schwer, seine Sentries am Leben zu halten. Also da muss man mit Force Fields schon gut umgehen können und das trainiert hier natürlich die Force Field Madness. Aber ich glaube, man sollte gegen Marines Only nicht unbedingt sich sagen in einem realen Spiel, ich baue jetzt einfach mal 10 Sentries und dann zeige ich dem das mit Micro. Da sollte man schon Sentries, Stalker und Zealots bauen. Von mir aus mehr Stalker als Zealots. Wenn Marodeure dabei sind, sind Zealots aber extrem wichtig. Also gerade gegen einen Marauder Expand, der mit Concussive Shells arbeitet, sollte man auf Stalker quasi verzichten und nur mit Zealot Sentries arbeiten. Wir werden in der Zukunft, ich mach's in den nächsten Tagen, kann aber nichts versprechen, auch deine Replays sehen. Das wird dann relativ lang, weil es ja 4 oder 5 Stück sind. Aber ich will die dann in einer Tour durchackern. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns alle beim nächsten Video. Danke fürs Einsenden. Good to see you.